Und, hallo, hallo, zum der nächsten Folge. Ich höre schon auf damit. Ich meine, derjenige, der sowieso nicht die letzte Folge geguckt hat, weiß sowieso nicht, was ich jetzt gerade von ihm möchte. Das war quasi ein Insider für alle die auch die letzte Folge das Ende geguckt haben. Sehr, sehr schön. Okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich hoffe, das war überhaupt erst eine halbe Stunde die letzte Folge. Weiß ich gerade gar nicht. Müsste aber, glaube ich, gewesen sein. Keine Ahnung. So. Okay, okay. Soren ist immer noch on. Ich weiß gerade echt nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Thomas war das nicht, oder? Thomas und Celine hatten ja eigene Accounts. Oh, ich bin gerade komplett raus, Alter. Oh, mein Namensgedächtnis ist so komplett für die Mülltonne. Okay, gut. Dann machen wir jetzt erstmal hier. Also hier haben wir jetzt 6x6. Das heißt, hier kommt jetzt auch wieder. Falsche Waffe. Falsches Werkzeug. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Und dann jetzt hier noch. So. Und hier nochmal das Gleiche. Schon zu viel. 1, 2, 3, 4. Ah ne, einer fehlt noch. Ja, das war wieder typisch. Bitte gehen sie weg, hier gibt es nichts zu sehen. Lass mir die Fackel in Ruhe. Du Arsch. Ich hasse Wassersound. Das da. So, wir haben wir 1, 2, 3. Also 3 brauchen wir noch. 1, 2, 3, 1, 2, 3, la la la, la la la, la la la, la la la. So, damit haben wir hier schon mal die drei Felder untergraben. Hier haben wir auch die drei. Ne, ich fehlt noch eins. Ich brauche nur drei. Geht besser. 1, 2, 3. Ach, leck mich doch. Weil das Schlimme ist, wir dürfen definitiv nicht nach oben graben, weil da kommt nämlich nicht nur Wasser. Ah ja, da kommt doch gar kein Wasser. Also wenn wir am Rand nach oben graben, also wenn ich jetzt mal den hier weggrabe, da kommt zwar Wasser, weil wenn ich den weggrabe, da kommt ja kein Wasser. Aber ich zerstöre damit das Feld. Und das muss verhindert werden. Um jeden Preis. Mein Feld ist mir heilig. Ja, das war genau wieder klar. Ist schon wieder eine Fackel. Nein, nein, tu es nicht. Nein, du Hure. Ich hau dich. Scheiß Wasser, Alter. So, hier kann ich nicht hochgraben, weil hier ist kein Feld mehr. Da kommt nichts mehr. Aber hier kommen noch zwei Felder. Das heißt, da muss ich noch weiter graben. Das weiß ich nicht, wie. Ich grabe jetzt, komm jetzt mal. Ich mache jetzt mal auf hier. Ja, ja, danke. Ich schau dich dort. Wenn ich dich hier wegnehme, kann das Wasser denn runter? Wäre zu schön gewesen. Ich verstehe das Wasser nicht. Es fließt einfach weiter bis nach da hinten. Ich komm jetzt. Ist wunderbar gut hier.
Irgendwie funktioniert das Updaten von dem Wasser nicht so ganz, habe ich das Gefühl. So. Danke. Es war mir eine Ehre. So. Schon besser. Na, jetzt ist das ganze Wasser hinten weg. Halleluja. Das ist eine ganz schön tiefe Schlucht, also muss man schon mal sagen, ne? Das werden wir definitiv noch weiter erkunden da unten. Aber nicht jetzt, nicht heute. Heute kümmern wir uns erstmal nur um die Felder. Haben wir schon mehr als genug zu tun. 1, 2... Ey, genau! Wow, genau auf die richtige Höhe, lol! Weiß ich, war nicht schon? 1, 2, 3... Ja doch, ja, alles gut. 1, 2, 3... La la la, da da da, bam bam bam, bum bum bum. So, und hier kommt auch noch ein Feld und dann haben wir es geschafft. Yay! Ich möchte sterben, ja, das möchte ich, denn ich sterbe gerne. Ja, ich esse Fisch. Komm, geh weg, danke. Hier war ja kein Feld. Hier war noch ein Feld. Mann! Ist schon wieder so typisch Ronny einfach. Wie kann der um Erde sein? Sand. Ja, komm, fließ weg. Vor der Piste. Aber hier kann doch gar kein Wasser, da oben ist doch ein Feld. Wie kann da Wasser sein, wenn da ein Feld ist? Hä? Ach, schau mal einer, guck. Ah. Nee, es wird immer noch keinen Sinn. Moment schon mal. Wir machen mal hier. So. Jetzt müsste es mir möglich sein, das gesamte Ding hier abzugraben, richtig? Okay, das heißt, ich habe keine Ahnung. Hier, beginnt das Feld. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt nochmal. 1, 2, 3. Perfekt. So. Sollte es eigentlich passen. Ich hoffe doch. Sehr schön. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und nochmal 1, 2, 3. Muss man aufpassen, hier nicht runterzufallen. Moment, kommt da noch was? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 1 kommt noch. Das verwirrt mich hier alles so extrem. Ich mache hier mal wieder auf. Kann ja jetzt nicht mehr passieren. Sagte er und starb. Oh, ich hasse dich so sehr. Komm, fließ runter. Danke. So, aber jetzt muss das Wasser hier unten dort da bleiben, oder? Bitte nicht rauffließen. Ja, geht doch. Meine Fresse. So, das heißt, die Felder sind jetzt alle komplett perfekt unterhöhlt. Und auf dieser Zweierhöhe, also quasi die Reihe und die Reihe, da kann ich mich noch weiter ausbreiten. Also wir sind in die Richtung und in die Richtung. Hier wird es ein bisschen eng, weil wie gesagt, hier fängt dann irgendwann an, das Wasser tiefer zu werden. Das heißt, ja, da schneiden wir dann irgendwann das Wasser. Aber das ist jetzt alles egal. Hauptsache unsere Felder sind jetzt schön untergraben. Und wir haben damit endlich mal schön viel Sand. Siehst du, 5, 6 haben wir damit rausbekommen insgesamt. Alleine damit, dass wir unsere Felder untergraben haben. Das ist doch ganz geil. Genau so möchte ich das haben. Easy. So, und während wir ganz uns Zeit unten aktiv waren, sind sogar alle Sachen hier komplett einmal gewachsen. Ist das krank. Oh, ist das geil. Das möchte ich jetzt aber mal von oben sehen. Von da oben ist best? Nein. Irgendwo, wo wir ein bisschen Ausblick haben.
Guckt euch das an. Oh, guckt euch das an. Nein, das da. Nice. Die sieht doch ganz cool aus. So etwas nennt man, ja, man nennt das halt irgendwie Landwirtschaft oder so. Okay, dann bringen wir mal unsere ganzen Sachen weg. Wir haben auch wieder 19 Knochen bekommen, sehe ich gerade. Ganz geil. Haben wir jetzt eigentlich überhaupt Fackeln gebaut? Oh, wir haben gar keine Fackeln gebaut. Die 7, die wir dabei hatten, haben gereicht. Oh, lol. Ja gut, ist doch ganz schön. Umso besser. So, der ganze Kladderadatsch kommt erstmal hier oben rein. Jetzt haben wir für die ganzen nächsten Bauprojekte auf jeden Fall schon mal ganz viel Sand und Erde. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man immer haben kann. Kobbel und Erde, also Kobbel und Dirt. Also Kobbel und... Egal. Kobbel und Dirt. Wir bleiben bei Kobbel und Dirt. Oder Bruchstein und Dreck. Ich weiß nicht, warum man das Dreck nennt. Also Dirt ist doch eigentlich Dreck. Aber im Deutschen würde man das einfach nur Erde nennen. Aber ich weiß gar nicht, was Erde auf Englisch heißt. Zum Glück gibt es Google Translate. Boah, Fanta Heaven ist raus. Oh, ich war zu selten auf Fanta Heaven. Und Fanta Gasm. Ich muss mir Fanta schauen. Egal. Dirt. Dirt ist Schmutz. Genau, Schmutz, Dreck. Ach, Dirt kann auch direkt Erde bedeuten. Ah. Jetzt verstehe ich auch, warum... Jetzt macht das Ganze... Jetzt kapiere ich endlich, warum Donald Trump den Klimawandel leugnet. Weil für ihn ist die Erde eh Dreck. Okay, komm. Ist ja gut jetzt. Okay, gehen wir mal direkt Erde. Ja, Erde ist natürlich... Ja, okay. Ach, Soil. Aber Soil ist doch allgemein so... Make dirty. Ja, genau. Ach, okay. Soil ist Boden allgemein. Boden, Erd. Genau, das hier. Das dachte ich nämlich eigentlich. Erdreich. Ja. Kompliziert. Das heißt also, Dirt ist an sich tatsächlich erstmal Schmutz und Dreck, wie ich gedacht habe. Kann aber auch direkt Erde bedeuten. Gut, macht ja auch irgendwo so ein bisschen Sinn. Ich meine, wenn man jetzt irgendwo draußen rumrennt und Erde am Leib hat, gerade wenn das Kinder irgendwie im Buddelkasten gebuddelt haben, dann sagt man auch, du bist dreckig, weil man das in dem Moment als Dreck bezeichnet. Und daher diese Analogie vielleicht, dass man deswegen sagt, okay, Erde ist im Allgemeinen, die bezeichnet halt einfach Dreck. Ja, und genau, Erdreich ist nämlich Soil. Ja gut, kompliziert. Genauso wie letztens, da war ein Songtext und ich bin ja so eine kleine Translator-Gruppe, die quasi japanische Texte ins Deutsch übersetzt und dabei aber auch quasi Sachen, die bereits ins Englisch übersetzt wurden, dann mit ins Deutsch übersetzen. Und in dieser Gruppe, da war letztens auch ein Video, was wir übersetzt haben, also ein Musikvideo, also Videoclip, als AMV. Deswegen halt auch haben wir es auch gemacht, weil wie gesagt, wir übersetzen ja Animes und AMVs, also Anime Musikvideo gehört ja im weitesten Sinne auch mit in diese Richtung, sage ich jetzt mal. Und da war zum Beispiel dieser Satz Fall Out of Time in einem eher traurigen Zusammenhang. Und diesen Satz Fall Out of Time kriegst du nicht sinnvoll ins Deutsche übersetzt. Du schaffst es einfach nicht. Man hat im Deutschen dafür gar keine Wörter, um sowas zu beschreiben. Also man ist da teilweise schon ganz schön aufgeschmissen. Und gerade solche Sachen, so wie hier mit diesem Dirt und Soil und Dreck und alles,
ist halt genauso kacke. Aber gut. Dafür hat man ja auch verschiedene Sprachen auf der Welt, damit man schön durcheinander kommen kann. Deswegen lassen ja auch Japaner alles mit sich machen, weil Japaner sagen immer ja. Auch wenn das auf deren Sprache eigentlich nein bedeutet, aber das interessiert mich ja in dem Moment nicht. Spaß. Okay. Also kein Spaß, heißt wirklich nein. Also das japanische ja ist, heißt nein. Wenn ein Japaner ja sagt, heißt das übrigens hi. Aber wie gesagt, das ja, das ist nein. Finde ich immer ganz witzig, wenn man sich mit irgendwelchen Neuklugen unterhält und dann ja sagt und die dann erstmal denkt, man meint ja, obwohl man nein meint. Ist so ein bisschen witzig. So, machen wir hier einmal die ganzen Felder richtig schön. Aber ganz viel, vor allem jetzt schon viel Baumwolle. Ich weiß gar nicht, wie viel Baumwolle wir mittlerweile haben, aber wir haben mittlerweile definitiv, ja doch, also mindestens 2 Stacks haben wir auf jeden Fall in die Kisten. Das heißt, wir dürfen jetzt insgesamt fast auf 3 Stacks kommen. Und damit kommen wir langsam mal in den Bereich, dass wir auch anfangen können, an Rucksäcke zu denken. Haben wir hier schon einen? Weiß ich gerade gar nicht. Ne, wir haben noch keinen einzigen. Schade. Aber gut, wie gesagt, ist ja jetzt nicht mehr so fern. So nah, doch so fern. Ah, Maria Josef. Schön, Kartoffeln, sehr schön. Yummy, yummy, yummy. Tja, das Problem ist natürlich nur jetzt an den Feldern, weil die jetzt insgesamt so groß sind. Wenn wir die ganze Zeit mit dem Haus rumwuseln, dann werden die letzten Felder hier gar nicht mehr wachsen, weil die bereits aus unserer Reichweite raus sind. Weil Felder wachsen ja nur im aktiven Bereich. Und ja. Der aktive Bereich, also der Bereich, in dem etwas als aktiv gilt, ist auf meinen Servern extrem weit runtergesetzt. Einfach aus Performance-Gründen. Und das dürften wir in dem Moment zu spüren bekommen. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich meine, wir haben mittlerweile sowieso genug Lebensmittel. Das hier ist jetzt quasi nur noch eine rein optische Sache, damit es halt aussieht wie, ich meine, jeder vernünftige Bauer hat einigermaßen große Felder. Keiner gibt sich hier mit einmal einen Meter ab. Ne? Das soll also eigentlich eher optischer Natur sein, dass wir hier so viele große Felder machen. Und nicht funktionaler Natur. Obwohl funktionell brauchen wir gar keine Lebensmittel. Wir könnten uns die ganze Zeit ausschließlich von Äpfeln ernähren. So viele wie immer wachsen. So, kommst du mal runter? Nur mal runter, runter, hier, runter, runter. Wir brauchen jetzt Platz für die Getreide. Ja, schön. Leider gibt es kein Werkzeug, mit dem man sowas hier extrem schnell abernten kann. Dass man zum Beispiel sagt, okay, mit der Hoe, haben wir gar nicht mehr, kann man quasi nicht nur den Boden vorbereiten, sondern quasi auch das, was drauf gewachsen ist, mit einem Klick quasi direkt abernten. So eine Sichel fehlt irgendwie noch so ein bisschen. Oder Sense, oder wie auch immer man das nennen möchte. Weil, ne, eigentlich, wenn man so eine Sense hat, einmal durch und das ganze Stück ist ab. Unterdessen schlagen wir hier das Ganze mit unserer Handkante ab. Das ist natürlich ein bisschen. Ich meine, klar kann man im Reellen auch machen, die ganzen Sachen mit der Hand rausruppen. Aber A, macht das keiner. Und B, ja, macht das halt keiner. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich
war ja gut. Die kleine, einsame, ältere Dame vielleicht, die so im Garten so ein kleines Beet hat. Die vielleicht, die macht es auch noch mit der Hand. Aber keiner, der ein richtiges Feld hat, macht es mit der Hand. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. So. Dann pflanzen wir hier noch ein. Oh oh. Klappe jetzt. Schnauze. Blöder Marken hier. Hä, wo sind unsere Äpfel hin? Oh gut, dann sterben wir halt. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Mist, ich wollte noch einen schnellen Äpfel holen, denn danach. Aber ich glaube, das schaffe ich hier gar nicht. Oh mein Gott, schaffe ich das noch? Ja, das sind Äpfel. Aber, oh Gott, ich brauche Platz, ich brauche Platz. Ich schaffe es noch. Holy shit, geschafft. Nice. Das ist so dumm. Das ist einfach so ultra dumm. Habe ich auch alles geschafft? Alles voll, alles belegt? Ja, perfekt. Nice! Das ist so dumm einfach. Oh Gott. Warum tue ich das immer? Okay. Ja. Das Ganze kommt dann erstmal in unsere Foodkiste. Beziehungsweise du nicht. Oh, ist ja noch mehr drin. Kommst du mal nach da? Okay. Haben wir hier noch irgendwo? Eigentlich müssten wir hier oben Wolle drin haben. Haben wir gar keine. Wir haben keine Wolle da oben drin. Warum nicht? Warum tust du diese? Ich habe da aber mehr als 100 mal hier Baumwolle. Ah, sag ich doch. Oh. Naja, etwas mehr als 2 Stacks. Hm. Also 2 Rucksäcke kriegen wir auf jeden Fall. Mehr aber scheinbar erstmal nicht. Gut, dann würde ich mal sagen. Ach so, siehst du? Wir brauchen ja auch noch diese komischen Strings. Kriegen wir die hier raus? Scheiße, kriegen wir denn Strings her? Wo kriegen wir die? Ach, zweimal. Okay. Oh wow, aber gerade schon ein Verlust. Was? Moment mal. Was kann man hiermit alles machen? Okay. Was kann man daraus alles machen? Man kann daraus was Seile machen? Moment mal. Sind das denn die Seile? Sind das denn auch die Seile, womit man sich abhängen kann? Weil das wäre gerade für Höhlen extrem geil. Wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal 2 Rucksäcke. Und mit dem, was da noch übrig bleibt, gucken wir dann. Gucken wir dann. Gut, das heißt, wir machen erstmal hier so, so. Wie viele Strings brauchen wir? Rechnen. Wir brauchen Ficken. Also wir brauchen erstmal für 2 Rucksäcke brauchen wir 4 mittlere und 8 große Rucksäcke. Für diese 8, nee, also 4 mittlere und 8 kleine, so rum. So, um ein klein zu bauen, braucht man jeweils viermal, also jeweils einmal dieses String. Das heißt, wir brauchen da schon 8. Dann müssen wir jeweils 2 kombinieren. Wie wird kombiniert? Mit dem String oder mit dem Ganzen? Also hier brauchen wir, ach nee, hier brauchen wir direkt die Baumwolle. Aha. Moment schon mal. Ach, wir brauchen die Strings gar nicht. Ah, ich dachte, hier braucht man einen String, dachte ich. Na gut, dann haben wir eigentlich alles. Cool. Können wir direkt Wolle draus machen. Geil.
Und jetzt muss ich mal gucken, wir brauchen. Weg da. Wir brauchen 8 Täschchen. Für jede Tasche brauchen wir 6 Wolle, also 48. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich hoffe, ich verrechne mich jetzt gerade hier nicht, aber doch, müsste eigentlich richtig sein. So, die geht mir bitte weg und du gehst mir bitte so, so, so. Und dann. Perfekt. Ach komm, alles. Okay. So. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt kommt das so. Nach da oben, nach da oben. Großer. Da oben, nach da oben. Da oben, nach da oben. Was mir gerade einfällt, wir können doch erstmal bei den 4 mittleren bleiben. Da können wir erstmal mehr wegschleppen als mit 2 großen. Doch, okay, dann behalten wir so lange, bis wir ein bisschen mehr Wolle haben, erstmal die mittleren. Easy, reicht fürs Letzte auch komplett aus. Hat man immerhin 2 Fächer. Was? Nein, ich möchte in die Hauptübersicht. Hä? Ich möchte jetzt bitte in die Hauptübersicht. Hallo? Momentchen mal. Ach, man kann nur zwischen denen ausfüllen, die man hat. Ah, man guckt gar nicht mehr in die Hauptübersicht. Okay, sorry. Ja, eben. Da und da. Und jetzt kann ich auch zwischen allen vielen auswählen. Ja, okay. War ich gerade ein bisschen über Brain aufgegangen. Hütchen, easy. So, und mit den 4 mache ich jetzt mal ein paar Wops. Machen wir mal 6. Ich weiß nicht, wie viele Seile man da rausbekommt. 1, 2, 3, 4. Achso, man kommt nur 2. X-Dekor. Wow. Na, ob X-Dekor funktionale Sachen hat, weiß ich gerade gar nicht. Komm, jetzt halt hier. Nein. Wir nehmen mal nochmal hier 6 und dann machen wir mal 1, 2, 3, 4. 4, 4. So, und dann gucken wir mal, ob man sich damit irgendwo runterhangeln kann. Weil wenn das nämlich geht, dann ist nämlich das, was ich denke, dass es das ist. Und das ist nämlich ultra geil. Ja! Ah! Perfekt. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Vor allem ist das geil, der nutzt gleich alle, die man hat. Ist das genial. Wow. Okay, also die Handhabung ist ja richtig genial. Ja, ich habe die selber privat noch nie wirklich verwendet, weil, ne, Baum. So, das heißt, wir nehmen uns erstmal hier von 3. Wir brauchen eine durch 3 teilbare Zahl. Das hier zum Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bam. So, perfekt. Jetzt können wir auch in Tunneln und uns ordentlich abseilen. Quick damit. Easy. Ist doch genialos. Atlantikus from the Indus. Kuschus. Geil. So muss das sein. Siehst du? Heißt also, wir werden Coton, also die Baumwolle, auf jeden Fall auch noch dann anpflanzen, wenn wir selber keinen mehr brauchen für die Rucksäcke. Beziehungsweise, wie gesagt, eigentlich, wir haben jetzt 4 mittlere Rucksäcke, ja. Das heißt, wir haben jetzt quasi unser Inventar mal 3. Wir haben quasi jetzt mal nur 4 Reihen, sondern insgesamt 12 Reihen. Ich glaube, das reicht für fürs Let's Play komplett aus. Also, ganz ehrlich, da können wir eine lange Wanderung machen und uns geht trotzdem der Platz nicht aus. Das sollte so funktionieren. Das heißt, wir werden alles, was wir in Zukunft an Baumwolle ansammeln, direkt für Seile ausgeben können. Das ist genial. Das ist cool. Das ist geil. Ah. I'm pregnant. Okay. Genau. So, dann. Aua. Ich sterbe dann bei mir, Alter. Ja, das hat perfekt funktioniert. Wir räumen jetzt einfach mal die ganzen Kisten hier aus. Beziehungsweise das machen wir in der nächsten Folge. Damit ja die Sachen da wegkommen hier, ne? Ist ja schlimm. Schau.